Ich wünsche dir, dass auch du dich niemals aufgibst und hoffe, du konntest in und zwischen meinen Zeilen etwas für dich finden. Einen Ansatz, einen Anstoß, eine Erkenntnis vielleicht. Aber am allermeisten hoffe ich, dass du im Frieden bist. Und wenn du es noch nicht bist, wünsche ich dir, dass du Frieden findest. Und du weißt ja, dem Ziel ist es egal, wie du hingekommen bist. Deswegen ist jeder Weg richtig. Auch der Umweg. Das sind die letzten Zeilen aus dem Buch Trinkerbell von Mimi Fiedler. Ich durfte Trinkerbell von Mimi Fiedler für den Knauf Verlag rezensieren. Vielen Dank für die Zusendung des Rezensionsexemplars. Es ist sehr prosaisch und lyrisch geschrieben und Mimi findet super tolle Bilder und Metaphern. Das hat mich sehr beeindruckt. Also ich bin totaler Fan von ihrem Schreibstil. Und gleichzeitig ist sie so ehrlich, was ihren ganzen Weg mit dem Alkohol angeht und beschönigt da in keinster Weise irgendetwas. Da hat sie auf jeden Fall meinen vollsten Respekt. Das fand ich grandios, wie sie das geschrieben hat. Dieses Buch ist meiner Meinung nach für jeden was, der entweder nüchtern werden möchte oder auch nüchtern lebt. Auch ich konnte da noch viele neue Einblicke gewinnen, obwohl ich jetzt schon 3 Jahre nüchtern lebe. Vor allem, weil Mimi ganz anders Alkohol getrunken hat als ich. Mimi hat von Anfang an sehr, sehr, sehr viel Alkohol getrunken und war eigentlich von Anfang an komplett abhängig. Das schreibt sie auch selber. Das ist etwas, was bei mir nicht so war. Und ich war auch niemals so, so krass abhängig vom Alkohol wie sie, würde ich jetzt mal sagen. Und ich fand das extrem berührend, wie gesagt, und sehr, sehr spannend, diesen Einblick zu lesen. Und habe eigentlich bei jeder Seite nur gedacht, ich bin so froh und dankbar, dass es bei mir nicht so weit gekommen ist. Weil es ist so, sie schreibt es auch noch so sehr, so ehrlich und einfach, also ich konnte mich da total reinfühlen und ja, habe immer wieder Gänsehaut gehabt und gedacht so, Gott, ich bin so froh, dass es bei mir nie so weit gekommen ist und wie schlimm muss es all diesen Menschen gehen, denen es so geht. Sie schreibt auch ganz am Anfang, dass sie extra keinen Ratgeber geschrieben hat, weil sie keinem sagen kann, wie sie nüchtern geworden ist. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, dass es bei ihr echt so einen richtig krassen Klickmoment gab und sie eigentlich nicht weiß, woher der plötzlich kam. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr gut. Nicht nur, weil es mehrere Ratgeber schon gibt, sondern auch einfach, weil ich finde, dass diese ehrlich erzählte Geschichte von ihr einem auch total viel für den eigenen Weg in die Nüchternheit mitgibt. Was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man immer wieder im Hinterkopf behalten sollte, wenn man die Geschichte liest, sie hat es geschafft. Denn manchmal ist es wirklich ganz schön deprimierend, wenn sie es wieder versucht hat und wieder versucht hat und nicht geschafft hat, wenn man jetzt selber gerade noch auf dem Weg ist. Aber genau deshalb finde ich es auch so gut, weil man sieht letztendlich selbst bei ihr, die sie wirklich so viel und so lange Jahre so stark abhängig war, dass sie es letztendlich geschafft hat. Und meiner Meinung nach schafft es jeder. Man muss es nur immer und immer wieder probieren. Was ich auch super spannend fand, vor allem für co-abhängige Menschen, ist, dass ich durch ihr Schreiben über ihre eigene Abhängigkeit als Mutter, dass ich dadurch meine eigene Mutter besser verstehen gelernt habe, ein kleines bisschen. Denn Mimi ist, ich glaube, bis ihre Tochter so ungefähr in der Pubertät ist, immer noch weiterhin abhängig vom Alkohol und hat ihr, als sie als kleines Baby auf die Welt kommt, das Versprechen gegeben, dass sie es irgendwann schafft, aufzuhören. Und hat aber so lange Jahre darum kämpfen müssen. Und es gab auch einige schwierige Situationen für ihre kleine Tochter, die sie miterleben musste. Und das aus der Perspektive der Mutter zu lesen, ja, die so gerne nüchtern werden möchte, es aber einfach nicht schafft, weil die Sucht zu stark ist, das fand ich für meine eigene Situation auch sehr erhellend, da ich ja nie die Möglichkeit hatte, mit meiner eigenen Mutter darüber zu sprechen, warum sie es letztendlich nicht geschafft hat, nüchtern zu werden und daran gestorben ist. Und das hat mir nochmal einen anderen Blickwinkel gegeben und das fand ich auch, ja, sehr gut und erhellend und hat nochmal ein bisschen die Perspektive gewechselt, auch wenn ich glaube, es nie ganz verstehen werde, einfach weil ich, ja, nicht mit meiner Mutter darüber sprechen kann.
Ich kann dieses Buch auf jeden Fall jedem empfehlen, egal ob du nüchtern werden möchtest oder ob du schon nüchtern lebst. Denn ich finde, dieses Buch erinnert einen nochmal daran, wie es früher war. Auch wenn man nicht so stark abhängig war wie Mimi vielleicht, so wie in meinem Fall, hat es mich doch immer wieder an diese ganz furchtbaren Situationen erinnert, die es mit Alkohol gab. Und ja, das ist einfach nochmal so ein guter Erinnerungspunkt, zu sagen, nee, dahin will ich auf gar keinen Fall jemals wieder zurück. Wenn du dir das Buch Trinkerbell von Mimi Fiedler auch kaufen möchtest, kannst du das gerne tun, indem du mich mit dem Amazon-Affiliate-Link in der Bio unterstützt. Das kostet dich nichts und ich bekomme einen kleinen Betrag von deinem Kauf von Amazon. Ich kann dir das Buch nur sehr ans Herz legen und hoffe, es erinnert auch dich daran, wie schlimm es mit dem Alkohol war und dass du das nie wieder haben möchtest und wie wunderschön dein jetziges Leben in der Nüchternheit ist. Oder es hilft dir, ein bisschen weiter auf dem Weg zu gehen in die Nüchternheit hinein. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bleib klar im Kopf. Deine Jana.